Mal gucken, was uns hier erwartet. Wir haben hier diesen einen Raum schon gerade eben fertig gemacht. Und damit auch hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Evil Within. Bis letztes Mal haben wir einen Raum geschafft gehabt. Und jetzt sind wir wieder in so einem seltsamen Raum. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Jedenfalls, es hört sich nach sehr viel Explosion an. Oh, da oben. Wartet mal. Dann lass mich mal kurz die eine Spritze nehmen, die ich jetzt noch habe. Nein. Da ist auch ein Sniper. Was ist das für eine Scheiße? Noch was? Ist ja nicht so, dass hier halt, wie gesagt, ich vorher noch mal ordentlich gekämpft habe. Jetzt kann ich noch die Sniper-Munition verlieren. Vielen Dank. Auch dafür. Von wo aus? Darum ist der einzige noch, den ich wegmachen muss. Nein. Böser. Ganz böse. Der ist immer noch mit seinem Sniper-Gewehr unterwegs. Weg. Scheiße, das war verschwendet. Ja, es kommt gleich noch jemand, oder? Hä? Na gut, dann so halt. Verstehe ich nicht, warum hat es nicht getroffen. Och mal. Noch ein Sniper, ernsthaft? Das Spiel würde mich doch verarschen. So, jetzt sicherlich beide Seiten, oder? Doch nicht. Oh, hier war Sniper-Munition. Gibt es sonst noch irgendwas hier? Ich habe jetzt sehr viel Munition wieder verbraucht. Es reicht mir auch langsam mit der ganzen Munitionverschwenderei hier. Zum Glück habe ich wieder Pistole voll. Die Frage ist, ob ich es überhaupt noch so schaffen kann, die zu verbrauchen. Keine Ahnung, das werden wir dann noch sehen. Was haben wir hier? Eine Spritze gibst du mir, drei Munition gibst du mir. Du... Ey, dafür müsste ich dich eigentlich verbrennen, für diese Ungeheuerlichkeit. Na gut, wir nehmen die Fackel mit. Ist sicherlich eine gute Option. Trotzdem, ich würde gern ein einziges Mal bitte noch upgraden können. Würde mich freuen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Nach dieser ganzen Scheiße würde ich das unbedingt mal sehen. Warum geht's jetzt wieder runter? Was ist das jetzt für eine Arena? Och mein Gott, hier wird gleich irgendwas noch erscheinen, oder? Warte mal. Das ist Pistolenmunition. Oh nein! Och. Zum Glück haben wir Leben dazu bekommen. Zum Glück haben wir Leben dazu bekommen.
Irgendwas ist das jetzt hier gleich für eine Arena. Hier ist nochmal eine Spritze, sehr gut. Die einzige Sache, die mich hätte aufhalten können, ist weg. Jetzt will ich aber sehen, was wird hier passieren. Warum zum Teufel sind die Kreisteile da? Was ist hier los? Was ist das für ein beschissener Ort? Mann, warum Pistolenmunition? Irgendwas kommt hier gleich rein. Irgendwas soll mich gleich wegmachen. Hast du die Vermutung? Puh, gut. Leute, ich will noch mal sagen, ich habe eine Vermutung, was passieren könnte. Wenn das wirklich wahr sein sollte, würde es heißen, ich werde zu 100% nochmal hier brauchen. Was wir mir genau brauchen, das habe ich viel. Davon will ich noch einmal herstellen. Davon 3 Stück. Und hiervon mindestens auch 3 nochmal. Ich kann es nicht fassen, die sind wieder da. Ich weiß genau, dass ihr da seid. Ich habe euch verdammt nochmal hier gesehen. Jetzt kommen hier auch noch die Sachen dazu. Na gut, dann kommt her. Pistolenmunition will ich auch mal verschwenden. Hab ja davon sehr viele. So, Pistolenmunition dafür verschwendet. Erste Ladung. Oh, scheiße, die rennen ja schnell. Die können rennen. Und auch cornern. 3, 2, 1, los. Darf ich bitte durch? Ja, danke. Ja, verdammte Scheiße hier. Okay, nie wieder in die engen Gänge rein. Nein, ich will dich nicht haben. Ich will dich nicht haben, weißt du das? Von mir aus kannst du hier gleich sterben. Von mir aus könnt ihr hier sterben. Ich mach mal kurz was. Ich habe hier den Revolver, den muss ich dann unbedingt mal ausprobieren. Lass mich hoch! Und jetzt bin ich in die Falle drin. Ich bin tot. Okay, ich gebe auf. Es geht schon wieder gut los. Jetzt haben sie mich wieder mitgenommen. Ah, gleich 2 von der Sorte. Also gefühlt, ich müsste jetzt erstmal alles auf einen ballern und dann mal gucken, was für den anderen noch übrig bleibt. So in etwa. So in etwa kann ich sagen. Heilungsaura. Die Sachen werden ja auch gleich bald alle aktiviert. Bitte jetzt bloß nicht in die Luft gehen. Danke. Puh, eine gute Sache jedenfalls. Das Problem ist halt so. Ich kann ihn mindestens einmal in diesen Gang bekommen. Aber kein zweites Mal.
wird für mich heißen, einmal alles. Und sonst nichts. Bedeutet schon mal erstmal alles, was da hinten ist, mit rein mitnehmen. Weil das werde ich zu 100% sicherlich noch alles gebrauchen. Wir haben jetzt auch sehr viel für Bolzen ausgegeben gehabt. Nehme ich mal davon zwei. Mindestens einen. Ich habe noch eine Granate. Ich habe aber noch Magnum. Deshalb, ich muss jetzt erstmal mit der Magnum ausprobieren, wie viel Schaden die machen kann. Die Tür ist gleich weg. Zwei Eisen sind gleich da. Und ich muss rennen. Jetzt beginnt Spaß. Und im besten Fall sind sie beide gleichzeitig zusammen. Kommt her. What the fuck? Das war ein fetter Schlag. Ich habe gesagt, einmal cornern geht. Okay, das hat nicht geklappt. Das hat überhaupt nicht geklappt. Okay, ich bin am Boden. Warte mal, warte. Schon mal ein bisschen Schaden hoffentlich gemacht. Du willst mich verarschen, Spiel. Diese Brühe ist falsch. Das ist ja richtig bescheuert. Warte mal, stopp. Nochmal. Ich muss mindestens... Das war beschissen. Ich weiß, dass du hier besser bist als ich. Oh, zwei Gegner. Ey, wie soll man mit dem Pistolenmunition machen? Das muss mir mal bitte sehr jemand erklären. Warum zum Teufel hier überhaupt Pistole existiert? Na gut, schnell alles hier mitnehmen. Alles nachladen wieder, fast keine Munition. Sniper habe ich jedenfalls noch. Zum Glück auch noch viel. Und Pistole habe ich generell für, aber die macht irgendwie plus bei den normalen Zombies Schaden. Aber bei den großen Mobdrain gar nicht. Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ich muss das Auge entkommen, richtig?
Ich darf generell nicht in irgendeine dieser Augen reinstapfen. Ach du Scheiße. Drei, zwei, eins, Sackgasse. Mein Gott, ist hier viel los. Komm wieder durch. Runter. Ich hasse Drähte. Ich hab einen Draht berührt. Scheiße! Gar nicht gut, ja, gar nicht gut. Mein Gott, was ist jetzt los? So, hier war ja ein Speicherpunkt. Warte mehr, wer meint, dass ich da hingehen will? Lass mich doch mal wieder diese Route nehmen. Die war entspannter. Jetzt aufpassen, was ich hier mache. Das letzte Mal bin ich am Draht gestorben, weil ich keine Ahnung hatte, wo der war. Kann ich mich eigentlich zwischen zwei Routen hier entscheiden? Also die Frage ist, welcher Draht hat mich gefickt? Wie macht er da? Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut rein gar nicht. Na gut, dann nehme ich mal die Route. Immer noch zum Glück geklappt. Sehr gut. Kann ich auch deaktivieren? Könnte ich eigentlich nehmen, mache ich aber nicht. Das Ding habe ich nicht verstanden hier. Deshalb lassen wir das mal sein. Und jetzt haben wir dieses Riesenverdauer gefunden. Oder besser gesagt, wir dürfen rennen. Ich weiß hier nicht, wo die Löcher alle sind. Sorry. Ich hab's auch irgendwie durchgeschafft. Warte mal, was? Was machen wir schon wieder hier? Wir waren doch hier gerade eben schon vorher. Ach, ist das jetzt die ganze zerstörte Version? Ah, ich verstehe. Hier war ja eigentlich gefühlt was rein gar nicht. Sollte mal weitergeht. Oh, der hat uns jetzt wirklich nochmal dran gekriegt gehabt. Aber scheinbar ist das Ganze hier ein bisschen seltsamer aufgebaut mit dem Ganzen. Jetzt gibt es hier einen Fahrstuhl. Schon wieder.
Komm ich jetzt da rein? Nö. Nicht. Nein, gar nicht. Mein Gott, ey. Was soll denn hier alles noch kommen? Ich will doch bloß meine Grütze abgeben. Lass mich doch nochmal Upgrades machen. Schrotflinte muss vielleicht noch ein bisschen... Okay, verbessert werden muss eigentlich überhaupt nichts mehr davon. Weil so viel wenig Munition, wie ich dafür habe. Na gut. Ja, na gut. Mal sehen. Hallo. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ach, kann ich gut verstehen. Ich würde aber nicht nur Aufzüge halt, wie gesagt, nicht empfehlen. Was gab's? Höhlen, Kanalisationen, Kliniken, U-Bahn-Systeme. Es gab sehr viel auf der Liste. Hier ist das komplette Netzwerk da dran. Interessant. Und hier geht's nicht weiter. Sollte das aber nicht? Das kann nicht sein. Was? Also sind wir doch an der Maschine angeschlossen worden. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Leslie!
Heilige Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ich habe keine Lust auf Bosskampf, oh verdammt. Das ging schneller als erwartet. Hoffentlich nochmal nicht die ganze Cutscene neu. Oh. Das Ruvik hat jetzt komplett die ganze Oberhand, wie es aussieht. Scheinbar hat er bloß Leslie gebraucht gehabt. Oh, verdammte Scheiße, warum muss jetzt unbedingt jemand anrufen? Oh, nee, jetzt gibt's hier nichts. Jetzt gibt's hier nichts. Ich muss halt, wie gesagt, noch aufnehmen. Oh, bitte nicht gleich noch Nachrichten reinzimmern. Ich habe jetzt gerade auf mein Handy geguckt, das tut mir leid. Ich habe ja gesehen gehabt, der erste ankommt auf mich zu. Bein, 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 Bein. Mann, hier ist so viel los. Nein. Nein. Mann, dieses verdammte Monster. Los, komm schon, renn. Wir schaffen ja. Ist egal, was passiert. Wir müssen bloß durch. Sind das die letzten Reste der Stadt? Und rausgehämmert worden, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Eine fette Waffe. Hier gibt's eine fette Waffe. Ist das nur meins? Da ist noch eine, da ist noch eine Hand, da ist noch eine Hand, weg. Da ist noch eine Hand, da ist noch eine Hand, da ist noch eine Hand. Nein, 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 nein. Ich schwebe in einer Unlochbahn. Ich bin dieser eine Kumpel, der dich vernichten wird. Ist egal, was passiert. Los, komm schon. Bisschen zerstörendes Gehirn. Ist halt wichtig. Richtig. Hast du irgendwas? Ich habe keine Ahnung, ob das Ding sich überhitzen kann. Oh nein, das Auto wurde geklaut. Bin ich jetzt endgültig tot? Ach, den Kerl kennen wir doch. Beeilung ist immer wichtig, aber gut. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Das war ein geiler Treffer. Komm schon. Ich versuche da drauf zu ziehen. Er ist frei. Er ist freigelegt worden. Danke dafür. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr sehr viel Munition. Und versagt. Ach, das ist doof. Das ist übelst doof. Versagt. Im letzten Moment. Aber wirklich, am Anfang gut getroffen und danach überhaupt rein gar nichts mehr. So, jetzt erstmal dahin. Nichts! Jetzt was getroffen. Gefühlt heißt das erstmal bloß draufpacken. Das war ein guter Treffer.
Wichtiger und richtiger Treffer. Der war daneben, der war daneben. Ich bin doch nicht tot. Willkommen zurück auf der Umlaufbahn. Und willkommen zurück im Nahkampfgebiet. Was? Ich hab verloren. Doch nicht? Einer von vielen? Oh, das war heftig. Und hat gescheppert. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Oh, das ist gar nicht gut. Ich erledige das. Ja, bitte. Das Gehirn muss weg. Da sind wir derselben Meinung. Muss weg. Ciao. Können wir jetzt noch drauf gehen? Ja. Los, komm. Zeig mir deinen besten Tritt. Zeig ihn mir. Links, 2, 3. Ja. Das war gut. Lebenszeichen, Sir. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Wir wurden doch verraten. Also, das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Witcher's Leslie. Tot. Los, los, los! Detective, sind Sie okay? Ist noch jemand hier?
Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Alter Verwalter, das war wirklich jetzt alles gewesen? Oh mein Gott, bin ich froh. Ich muss mal kurz aus dieser alten Position rollen. Alter, ich hab's jetzt gerade eben zu lange aufgenommen hier. Oh mein Gott. Mein Nacken ist ein bisschen steif geworden. Alter Verwalter, war der letzte Kampf doch heftig gewesen. Aber generell das letzte Gebiet war übelst heftig. Dass es aber zum Schluss keine Möglichkeit gab, irgendwie Waffen abzubilden. Hat mich irritiert gehabt, aber okay, wir brauchen die nicht. Ah, das war eine geile Story. Wirklich, das war sehr geil. Es wird jedenfalls auch noch lustig werden, wie The Evil Wolf in 2 wird. Das Spiel habe ich auch schon geholt. Deshalb, hier könnte ich deshalb noch freuen, aber ich werde es noch nicht sofort bringen. Ich werde noch ein paar andere Folgen machen. Sozusagen als Nachhinein zu dem Ganzen. Aber echt geil gemacht, das Ganze. Sehr herausfordernd auch. Mit Munition hatte ich sehr viele Probleme am Anfang gehabt. Und es hat sich immer noch ein bisschen von nachgezogen. Aber irgendwann, da hast du ein bisschen Munition gehabt. Da hattest du die Möglichkeiten gehabt, irgendwas zu machen. Und dass ich mir die Harpune, also den Harpunenbolzen mit Flammen jetzt hatte, das hat mir zum Schluss irgendwie noch sehr den Arsch mitgerettet. Also, scheiß drauf, dass ich in den rein investiert habe. Aber das war absolut krank, das Ding. 250% Schaden, Flammeneffekt und kostet nur 2 Teile. Und der Bossgegner halt, ja, das war halt wie gesagt alles so eine Cutscene, aber trotzdem eigentlich echt gut sogar gemacht. Ich glaube, mit dieser ganzen Munition halt nochmal einen ganzen Bosskampf zu machen, das wäre, glaube ich, viel zu viel gewesen. Aber vielleicht hätten wir es auch so machen können. Ich weiß nicht, wie so. Aber man hatte halt so einen Wagen. Also für mich ging es halt, wie gesagt, irgendwie zum Schluss noch ein bisschen zu schnell. Und wenn ich jetzt meine Kleine da unten sehe, kriege ich gleich nochmal einen Ausraster dazu. Nein, nicht Lucy. Nein. Komm her einfach. Komm her. Komm einfach zu Lisa. Ja, das macht super. Ja, ihr seid brav. Also ja, jetzt auch, wie gesagt, nicht so lange aufhalten. Aber jedenfalls echt geil durchzugehen. Sehr viele Strapazen erlebt. Traumafilmer. Alles hat geklappt. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das Ganze gesehen hatte, wieso ich auch auf die Idee gekommen bin, halt das Let's Play zu machen. Ich habe wirklich bei Konk das Ganze gesehen gehabt. Und ich fand es halt, wie gesagt, sehr interessant, das Ganze. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr so alles, was halt, wie gesagt, abgelaufen war, aber ich dachte mir einfach bloß, das Spiel muss ich holen. Ich weiß aber noch eine einzige Sache bei Kronk. Es gab halt, wie gesagt, bei ihm ein Problem, was jahrelang angedauert hat und dann gefixt wurde. Wieso man jahrelang halt das Ende nicht spielen durfte. Und dass ich das ganze Ende spielen durfte, ist es schön. Da konnten die alles mit einem Ratz machen. Aber ich habe mich wirklich echt vertan gehabt mit der Zeit. Ich dachte, vor 2 Folgen oder 3 kommt das Ganze fertig. Nein.
Also habe ich schon das Ende halt, wie gesagt, so ein bisschen geteasert, aber ich habe jetzt nochmal durchgezogen. Auch wenn es halt, wie gesagt, alles in zwei Folgen nochmal sein wird, aber ist ja nicht so schlimm. Und warum das Ganze jetzt zum Schluss noch so lange werden wird, das wird auch nicht so schlimm sein. Vielleicht werde ich halt, wie gesagt, so meine Freizeit nochmal zocken, um nochmal ein bisschen halt was zu gucken. Vielleicht kann ich auch mal den schwierigen Modus ausprobieren, was da halt, wie gesagt, so alles ist, aber... Normalen Modus war schon eigentlich alles recht gut. Schaden ohne Ende kassiert, alles ohne Ende reingefressen. Und trotzdem irgendwie noch das Ganze überlebt mit. Und dass Tatjana weg war, alter Verwalter. Als erstes mal den Namen nicht herausgefunden, die ganze Zeit hat, wie gesagt, so... da sind die Einsprecher. Ah ja, alles war echt gut. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es jedenfalls auch gefallen, das Ganze. Und es war wirklich echt gut. Als erstmal im Dorf gewesen, da durchgekämpft. Also Nervenklinik, dann waren wir im Dorf. Dann waren wir in irgendeine kirchliche Unteranlage. Danach in irgendeine verlassene Fabrik. Also, heilige Gott, die Level waren noch echt gut aufgebaut. Zum Schluss halt, wie gesagt, so wurden ein paar Bosse gespammt halt so. Fand ich ein bisschen seltsam, aber gut, okay, das hat auch gut, glaube ich, mit der Story mitgepasst gehabt. Eine Person, die Bosse halt, wie gesagt, die ganze Zeit so. Aber es war halt irgendwie auch ein bisschen seltsam. Man hätte sozusagen auch mal denken können für vielleicht so einen kleinen Boss-Rush nochmal. Obwohl, das war so nett, war wie ein Boss-Rush. Aber echt gut, ich habe es wirklich gefeiert. Ja. Aber ich glaube, die Story habe ich noch nicht so ganz alles mit hinterher gesehen gehabt. Weil für mich sind halt, wie gesagt, noch ein paar Sachen offen. Kidman, das wird sich halt, wie gesagt, dann für vielleicht alles, halt, wie gesagt, in Evil Within 2 noch zeigen. Deshalb, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg. Jedenfalls, what the fuck, ich hab's geschafft. Und das noch in einer guten Anzahl von Folgen. Ich dachte schon, ich wäre schlimmer dran. Aber manchmal bin ich auch wirklich durchgewascht wie ein Irrer. Kein Wunder, wieso ich dann gestorben bin. Oder halt auch manchmal mit meinen verdammten Ideen. Ich weiß noch, wie ich am Anfang mit den Fallen zu tun hatte. Immer kaboom, kaboom, kaboom. Und dann auf einmal ging's. Aber jetzt zum Schluss auch noch diese eine Falle. Ey, das war ja richtig klein gewesen, das Feld. Das war richtig asozial. Oder sonst noch diese eine Falle. Ich habe mir extra einen anderen Weg gesucht, weil ich wusste nicht weiter. Ich hoffe, das ist jedenfalls nicht so schlimm, dass ich diesen eigentlichen Weg, den ich für mich ausgewählt hatte, nicht gemacht habe. Aber ja, gut. Ist alles so gekommen, so wie es gehofft hatte. Ich dachte öfters mal an manchen Stellen, ich würde halt sterben. Diese U-Bahn-System, das wird mir, glaube ich, nochmal richtig sein mit diesem verdammten Tentakelviech. Alter, Verwalter, das Ding war auch nochmal echt heftig. Hat aber mehr ausgehalten als manche andere. Und diesen einen Bug, der hat mich richtig gefickt gehabt. Also mit der Lady. Ich weiß nicht, also hier dieses Problem. Dort, wo sie halt, wie gesagt, nicht down gegangen ist, sondern immer noch da war. Ich konnte sie nicht looten oder sonstiges. Ich konnte sogar das nicht hinten, was bei dem anderen Ding war, holen. Wieso? Weil die Cutscene sofort gelaufen ist. Ich habe alles in ihr reingeballert, aber gut. Also, ich kann wirklich das Spiel empfehlen. Falls irgendjemand mal wirklich Lust hat, nochmal ein wirklich gutes Spiel zu spielen. The Evil Within, die Reihe. Also Evil Within 1, ihr habt jetzt gesehen gehabt, ich fand's sehr gut. Es gibt manche Stellen dort, wo man ehrlich sagt, ja, gut, okay. Aber trotzdem, ich find's eigentlich bloß genial gemacht auch mit dazu. Ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden, dass ich mir gekauft habe. Sehr zufrieden, dass ich spielen konnte. Sehr zufrieden, dass ich auch das Ganze auf dem Kanal hochladen konnte. Oh, Mann. Jetzt heißt es bloß noch abwarten und Tee trinken. Und kleine Sachen noch am Rande. Als nächstes ist dann halt, wie gesagt, Terraria dran. So, damit ihr halt, wie gesagt, das Ganze schon mal wisst. Ich werde dann irgendwann im Nachhinein ein bisschen wieder aufnehmen, Terraria. Deshalb, das wird für vielleicht alles interessant werden, aber gut. Aber ich bin immer auch sehr, sehr aufgeregt darüber, dass ich das überhaupt geschafft habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ganze wirklich so schnell noch irgendwie hinbekomme. Jedenfalls jetzt den Schlussteil oder generell das so Ganze. Aber die Kapitel sind manchmal öfters mal bloß geflogen. Wo ich mir ehrlich dachte, ich hätte vielleicht länger, vielleicht öfters mal in welchen setzen können. Aber gut. Da habe ich irgendwie Glück gehabt, dass ich so gut durchgekommen bin.
Da frage ich mich manchmal, wie ist es in Stufe 1? Also jedenfalls zum Schluss. Die haben alle wirklich sehr viel aufgehalten. Ich hätte mich manchmal gefragt, hätte ich die ganze Pistole ausbauen müssen? Hätte ich die ganze Schrotflinte ausbauen müssen? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss aber trotzdem sagen, dass ich die Qualen am Brust gemacht habe. Die ist ein sehr guter Boss-Rush gewesen. Wenn du halt, wie gesagt, nicht diese Feuerelement genommen hättest, dann wäre halt, wie gesagt, eine gute Option, ein bisschen Stun in Eis, ein bisschen Stun in Elektro gewesen. Also in Elektrizität. Plus halt zu Feuer und Explosion. Also Qualenbrust reingegangen, das wäre eigentlich wirklich echt gut. Und zum Abschluss, wir haben ein Maschinengewehr erhalten. Was? Raketenwerfer erhalten. Abschlussbonus. 50.000 Erfahrungspunkte erhalten. Abschlussbonus. Neues Spiel plus und Modellansicht erhalten. Du kannst jetzt einen neuen Schwierigkeitsgrad wählen, wenn du ein neues Spiel startest. Mal gestorben! Unter 100! Geil! 17 Stunden Spielzeit, also... Pff. Warte mal, 17 Stunden? Da stimmt irgendwas nicht. Nee, ich hatte ja noch ein bisschen ein bisschen weiter irgendetwas noch gespielt gehabt, aber 17 Stunden... Wie viel Aufnahmen habe ich denn gemacht? Keine Ahnung, so direkt. Aber gut. Spiel speichern. Speichern wir nochmal schnell. Oberstes nehmen wir gleich. Und dann sind wir auch soweitestens gut fertig. Kapitel Notruf. Ach, das ist Kapitel 1. Also, okay, gut. Titelbildschirm und... Manchmal hört sich das wirklich mit diesen Plus-Spielen echt gut an, aber spiele jedes Kapitel, das du bereits abgeschlossen und gespeichert hast. Okay, hier gibt es sogar Modellansicht mit allem. Sehr interessant, was gibt's denn hier so? Also, ich weiß nicht, was mit diesem Plus-Modus ist, aber die 50.000, dass ich die auf den Nacken bekommen habe. Trenchcoat. Zwei Variationen habe ich bekommen. Kidman normal. Und Kidman verwundet. Josef Oda, Schwester Tanja, Leslie Winters, Marcello Jimenez. Laura Victoriano, Ruben Victoriano und ohne Robe. Okay. Das alles. Nee, hier gibt es noch ein paar Sachen. Als Kind verletzt, Jugendlicher. Oh mein Gott. Was ist das für ein Vieh? Okay, die zwei Gesichter, die haben wir auch schon gesehen. Ach, das ist ein Sadist? Wusste ich gar nicht. 10. Ach ja, diese riesen Fetten gab es ja auch noch. 9. Der Wächter. Trauma. Eine Wache? Laura. Wusste ich doch, dass es die Schwester war, die als das Ganze gemacht wurde. Benäutet Quell. Oh mein Gott. Shikio. Was ist das für ein Vieh? Wann haben wir den besiegt? Ich glaube, das Ding haben wir nicht besiegt, oder? Keine Ahnung. Amalgam Alpha. Doch, das Vieh sind wir, glaube ich, sogar schon begegnet. Das weiß ich noch. Ketzerei, das Vieh sind wir auch begegnet. Amalgam. Ich weiß. Doch, das sind wir jetzt auch zum Schluss, war es, glaube ich. Alban Kern, das haben wir Schluss. Ruhelos Gruppe A. Ruhelos Gruppe B. Holos Gruppe C. Mann, jetzt kommen die ganzen Nebendarsteller. Die Gruppe C war dran. Jetzt Gruppe F. Okay, jedes Gebiet hatte eigentlich aber so gut es geht halt, wie gesagt, so eigene so. Bisschen Tiere. Ach ja, Tiere gibt es ja auch, aber die, ja, da habe ich nicht gemacht. Messer, Granate, jetzt kommen sicherlich die ganzen Waffen. Schrotflinte, Scharfschutzgewehr, automatisch. Okay, ja, wir hatten auch automatische. Die Magnum.
Magnum fand ich eigentlich echt gut. Die Qualen am Brust war viel zu heftig. Handfeuerwaffe mit Rückschuss. Wo gab's die? Doppelläufige Schrotflinte, wo gab's die? Hochleistungsgewehr, wo gab's das? Maschinengewehr, ja, das hatte ich gerade eben unterhalten. Raketenwerfer habe ich auch gerade eben unterhalten. Schlagring? Okay, ich verstehe einige Sachen nicht, aber vielleicht gibt es ja ein Spiel Plus ja die ganzen Sache. Jedenfalls, dann wünsche ich euch jedenfalls einen schönen Tag noch. Ich hoffe, euch hat das ganze Let's Play gefallen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch mal dazu was bringen werde. Das werde ich dann halt mal, wie gesagt, so sehen, ob ich Lust habe oder auch nicht. Vielleicht, wenn eine Zeit lang vergangen ist, halt wie gesagt, noch mal reingucken in die Spiel, wie es mal war, alles so. Dann jedenfalls, ciao, schönen Tag euch noch und vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen wart. Für diejenigen, die das Let's Play auch alle gesehen haben, natürlich. Dann tschüss.